Noch eins bitte, ja? Alleine trinken macht hässlich. Das würde zumindest diesen traurigen Haufen erklären. Und was machst du denn hier? Jemanden suchen, der mir einen ausgibt? Bier? Alkoholfrei, bitte. Danke. Danke. Was machst du wirklich hier? Ich habe gehofft, ich finde hier ein halbwegs interessantes männliches Exemplar der Gattung Homo sapiens, so zwischen 20 und 30. Aber ich war wohl ein bisschen zu optimistisch. Okay. Ja, ich bin Single. Das Wochenende steht vor der Tür. Und Online-Dating ist einfach nichts für mich. Ich bin da altmodisch, weißt du? Warum lachst du denn jetzt? Weil ich doch eigentlich total schüchtern bin. Du kennst mich doch. Ja, nicht gut genug. Ich meine, du hast dich auch echt verändert. Nicht nur äußerlich. Tja. Tief in mir drin bin ich immer noch die kleine, dicke Donut. Was machst du denn so alleine hier? Und dann trinken. Auf die alten Zeiten. Ja, und die neuen. Also, ich bin eigentlich zum Dartspielen verabredet, aber so wie es ausschaut, werde ich versetzt. Sollen wir? Ja, klar, wieso nicht? Nicht schlecht. Ach, verdammt. Sei nicht so streng mit dir. Sag Mr. Perfect. Ach, der ist schon. Also, warum musst du die Mutter trinken? Die Kampfschwimmer. Wir hatten diese Woche Aufnahmeprüfung und ich hab's vergeigt. Gut, das war nicht meine Schuld, aber... Jetzt hast du Schiss, es deinem Dad zu sagen? Er wird enttäuscht sein. Mal wieder. Und du? Wie enttäuscht bist du? Ich meine, sieh das doch vielleicht mal als Zeichen. Wolltest du nicht eigentlich mal Medizin studieren? Das war nur eine Phase. Außerdem bin ich viel zu alt dafür. Mit 24? Fast 25. Weißt du, es ist halt nicht so einfach, sein Leben zu verändern. Hallo? Schau doch mal mich an. Ja, du hast das selbst gesagt. Tief drin bist du immer noch die Alte. Also, zum Glück. So, was ist? Noch ein Bier? Und du gehst jetzt nach Hause und sprichst mit deinem Vater. Danke, Doreen. Was machst du jetzt noch? Ach, ich suche mir einen neuen Spielpartner. Na gut. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Mist.